Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wirtschaftsminister Habeck ruft zweite Stufe des Notfallplans Gas aus. Gründe seien die Kürzung der russischen Gaslieferungen seit Mitte Juni sowie die hohen Preise am Gasmarkt. Die Lage sei derzeit angespannt, die Versorgungssicherheit aber gewährleistet. Der Notfallplan bedeutet vorerst auch nicht, dass Energieversorger die drastisch gestiegenen Einkaufspreise für Erdgas direkt an die Kunden weitergeben könnten. EU entscheidet über Beitrittsperspektive für die Ukraine und Moldau. Vor den Beratungen auf dem heutigen Gipfel in Brüssel zeichnet sich breite Unterstützung dafür ab, den Ländern den Kandidatenstatus zu verleihen. Nach Empfehlung der Kommission sollen konkrete Verhandlungen aber erst nach weiteren Reformen erfolgen. Russland rückt im Donbass weiter vor. Wie der Gouverneur der Region Luhansk mitteilte, haben russische Truppen Vororte der Stadt Lysychansk eingenommen. Die Stadt steht bislang als einzige in der Region noch vollständig unter Kontrolle der Ukraine. Offenbar Separatorenfleisch in Geflügelwurst. Deutschlands größter Schlachtkonzern Tönnies steht mit anderen Wurstproduzenten im Verdacht, Separatorenfleisch zu verarbeiten, ohne dies wie gesetzlich vorgeschrieben zu kennzeichnen. Separatorenfleisch wird aus Tierkörpern oder grob zerkleinerten Knochen mit Fleischresten gepresst. Recherchen des NDR und des Spiegel belegen, dass die betroffenen Hersteller ihre Produkte nicht gemäß der EU-Lebensmittelinformationsverordnung deklariert haben. Erdbeben in Afghanistan. Einen Tag nach dem schweren Beben nahe der Grenze zu Pakistan hoben Überlebende Massengräber für die Opfer aus. Auch die Bergungsarbeiten gehen weiter. Nach offiziellen Angaben kamen mehr als 1000 Menschen ums Leben, mindestens 1500 wurden verletzt. Die Bundesregierung sagte humanitäre Hilfe zu. Das Wetter. Heute vielfach sonnig, im Südwesten dickere Quellwolken, dort ab dem Nachmittag auch teils unwetterartige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 27 bis 33 Grad.